Hi, herzlich willkommen zurück zu Astronie. So, Rucksack ist voll mit Gemisch. Bisschen Harz noch. Mega organisch ist auch am Start. Und, ja, genug Hydrazin haben wir. Getankt ist voll. Harz am Start. Dann können wir eigentlich abheben. Und gucken, was dann so passiert. Auf jeden Fall müssen wir zu unserem Mond. Und ja, weiter raus. Da ist er. Karg. Ist echt nur so ein kleiner Fitzelmond, ne? Na, ich sehe schon, da ist besiedelt. Da wollen wir hin. Es gibt doch nur drei Punkte, wo man hin könnte. Da haben wir auch irgendwas gebaut. Stark, dass man sehen kann. So, hier wollen wir auf jeden Fall landen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, welchen Punkt ich jetzt nehmen soll. Einfach mal irgendwas angeklickt. Was ist denn da oben los? Ist nicht wahr. Jetzt schwimmt da oben mein Raumschiff rum. Oh. Oh, na toll, ey. Wie komme ich da ran? Gar nicht. Oh. Da habe ich mich so drauf gefreut, das Ding in Betrieb nehmen zu können und dann sowas. Oh nein. Ja, da komme ich jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mehr dran, ne? Oh nein. Das ist ärgerlich. Komm runter. Gut, dann fliege ich doch wieder zurück. Und baue auf dem erdähnlichen Planeten ein neues. Warum da? Da haben wir einfach viel mehr Ressourcen. Der Treibstoffkondensator steht da unten. Und ich denke, das macht mehr Sinn, das Ding da zu bauen. Oh, ist das ärgerlich. Erdähnlich. Ja, da wollen wir... Oh. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt vom Heimatplaneten ausfliege, sehe ich das Ding immer wieder und es ärgert mich. Oh Mann. Naja, gut. So ist es. Können wir jetzt nichts mehr dran machen. Wir finden jetzt auf jeden Fall unsere Heimatbase wieder und fangen von vorne an. Was anderes können wir ja gar nicht machen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir wollen ja auch weiterfliegen. Also brauchen wir ein größeres Schiff. Na, da sehe ich schon Wolken, also kommt die Heimatstation näher. Da ist er. Da wollen wir hin. Da bauen wir neu. Hier echt einmal starten. Oder zweimal starten, zweimal landen, halb leer. So, raus hier. Ich bin schon wieder im Nichts. Auf jeden Fall kondensieren. Dann baue ich hier nochmal eine neue Fahrzeugbucht. Ja. Achso, Rucksack voll. Genau, ja, stimmt, da war ja was. Ich hatte mich ja gerüstet. Zweimal Aluminium.
Ich glaube, ich habe nur noch einmal Aluminium. Das hier ist Kupfer. Kupfer? Also Kupfer habe ich auf jeden Fall. Kupfer und Titan kann ich. Alu? Alu. Ja, läuft doch. Nee. Einmal. Und Aluminium. Zweimal. Dann gibt es eine neue Fahrzeugbucht. No Power. Aber warum? Batterie ist voll, ne? Ich kondensiere noch mal ein bisschen. Ja, manchmal verstehe ich das Spiel gar nicht. Hier ist komplett angeschlossen. Und das Gerät hat einfach keine Energie. Komisch. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Generator. Den setze ich dann mal hinten drauf. So. Jetzt wird hier verbrannt. Aha. Jetzt brauche ich gewiss Kupfer ohne Ende. Rucksack voll. Drei und vier. Kupfer. Hier war noch Kupfer. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ich brauche doch vier Kupfer für das Ding, ne? So, Rover gibt schon mal keinen. Truck auch nicht. Ein Raumschiff, genau. Vier Kupfer. Haben wir jetzt ernsthaft diesen Mega organisch verbrannt? Das Ding hatte so lang gehalten und jetzt weg. Keine Energie. Zu schätzen, wann Tag wird. Das Teil wird nicht mit Energie versorgt. Warum? Das ist komisch. Die Batterie ja, die Fahrzeugbucht nicht. Zeigt mir an, dass keine Energie. Baue ich hier meine Energiezelle an. Irgendwo da. Die habe ich toll angebaut. Die wird nicht reichen, ne? Ich baue direkt noch eine und setze die mal hier oben drauf. Gucken, ob das funktioniert. Ja. Geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Aber dass das Ding nicht versorgt wird, das ärgert mich ohne Ende. Genauso mit dem Shuttle. Es sind nur Probleme. Nur Probleme. So, Einsitzer braucht Gemisch. Zwei Gemisch, ein Einsitzer. Ein Lager auf jeden Fall kommt da drauf. Dreisitzer braucht genauso viel Platz wie ein Einsitzer, ne? Ne, Einsitzer braucht auf jeden Fall weniger. Dann wird der gebaut, kriegen wir ja noch mehr dahin. Das Ding wird nicht mit Strom versorgt. Hier, da ist so ein Solarmodul. Tatsächlich, ey. Naja, eigentlich brauchen wir ja nur Strom, um zu bauen, was zu bauen ist. Und danach ist ja eigentlich egal, ob wir da Strom dran haben oder nicht.
So, ein Kran. Lager auf jeden Fall. Da geht was rein. Es wird echt. Also, es produziert Energie, aber es wird nicht weitergeleitet. Hm. Das ärgert mich wirklich. Naja, gut. Gemisch nehme ich gleich noch mit und dann bauen wir da ein Lager drauf. Wenn wir überhaupt noch Gemisch haben. Vier Stück. Zwei. Titan. Ja, ein Titan, vier Harz. Vier Gemisch. Wie viel passen denn? 2, 4, 6, 8 Stück. Dann hole ich mir doch das teuer erkauft, ne? Titan haben wir eigentlich genug. Ja. So. Gemisch. 8 Stück. Tschüss. Bring Gemisch mit. Die Batterie wird auf jeden Fall nicht geladen. Jetzt aber. Oh, warum muss das denn so verbuggt sein? Warum kriegt das hier keinen Strom? Ach, soll mir eigentlich echt egal sein. Das sage ich jetzt zum dritten Mal und es ärgert mich immer noch. Da kommt auf jeden Fall genügend Gemisch, um ein Lager zu bauen. Da kann ich dann Lager draufsetzen? Oder wie sieht das Ding aus? Das wird auf jeden Fall probiert, ob da so ein Lager auf ein Lager passt. Oh, ich muss mehr Lager bauen. Die brauchen auch Gemisch. Ne, das war nix. So, Gemisch, Gemisch und ein Lager. Boah, das gibt Platz, das gibt richtig viel Platz. So, da haben wir schon mal ein Lager. Ach, das kann ich... Passen da 4, 5 Stück drauf? Das wäre ja. Da hätten wir ja alles dabei, was wir jemals brauchen können. Oder so. So, hier kann ich dann ja von abzwacken. Rucksack voll. Keine Energie. Oh. Voll. So, habe ich da 2 Stück angebaut. Und baue noch mehr Lager. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn die Energie her? Aber jetzt werden die Batterien leer gelutscht. Ja, das macht eigentlich nichts. So, oh, da geht richtig viel drauf. Das ist gut. Ja, können wir auch mitnehmen eigentlich. So. Dann müsste ich mir eigentlich noch so ein Habitat bauen. Damit egal, wo ich hinfliege, dass ich
auch direkt weiterbauen kann. Und eine Heimat habe. Also quasi eine Heimat. Eigentlich wollte ich das Lager auch noch mitgenommen haben, ne? Ja, kann ich ja noch. Ist ja noch Platz. Das passt ja sogar. Ich weiß nur noch nicht woran, ne? So. Passt doch, einwandfrei. Dann kann ich da sogar noch ein bisschen Hydrazin dran pappen. Ich weiß nicht, wo es angedockt wird, ne? Auf jeden Fall nicht da, wo ich hin möchte. Warum nicht? Ha! Viele Wege führen dahin, wo man hin will. Puh, doch noch Glück gehabt, dass es dran gepasst hat. So, dann haben wir ein bisschen Harz. Dann könnten wir noch Gemisch. Guck mal her. Wir verkaufen alles Mögliche, was wir haben. Harz brauchen wir auf jeden Fall mehr. So, 8 Stück kommen nochmal. Das ist auch gut. 8 Harz. Hydrazin hatten wir auf jeden Fall genug. Dann baue ich noch ein Habitat. Und dann können wir eigentlich fliegen, wohin wir wollen. Das sieht immer sehr komisch aus hier. Ist jedes Einloggen ein Spaß. Jetzt hatte ich hier ein Lager gebaut und kann es nicht verwenden. Also, kannst schon verwenden, nur... Bohrkopf brauche ich keinen. Nur habe ich das Lager von dem anderen Shuttle genutzt. Was ja prinzipiell nicht schlimm ist, aber... Nee, ist auch eigentlich keine Verschwendung. Mein Lager brauchen wir ja eh ohne Ende. Und wenn es dann hart auf hart kommt, kann man die auch noch auf dem neuen Planeten, weiß der Geier, welcher das wird, sogar noch stehen lassen. Was könnte man denn noch brauchen? Harz, Gemisch auf jeden Fall noch. Halt echt so Standarddinger, ne? Brauchen wir dann genügend von. Nicht, dass wir wieder irgendwo sind und über 5 Stationen zurückfliegen müssen, das wäre blöde. Auf jeden Fall kommt jetzt hier nochmal Energie drauf. Der tolle Generator, ne? Ja, kondensiere ruhig nochmal. Und dann habe ich noch irgendwas zum Tauschen. Jawohl, hier wird alles weggekloppt. Alles wird verkauft. So, was brauche ich denn eher? Harz oder Gemisch? Ich mache noch 8 Stück Harz und dann... Was habe ich denn noch, was ich verkaufen könnte? Lithium? Mache ich vielleicht noch eine Batterie draus? Da ist auf jeden Fall noch Titan. Das wird noch verkauft und dann... Ja, dafür holen wir uns Gemisch. Irgendwo war noch ein Titan-Stack, ne? Habe ich einen oder zwei? Einen. Wo hatte ich denn den nächsten Stack Titan gesehen? Hm.
kann euch quasi schreien hören. Da ist es. Ja. Ich räume erstmal hier ab. Irgendwo werde ich schon drüber fallen. Wahnsinn, wie man so verpeilt sein kann. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja, einer fehlt noch, genau. Jetzt frage ich mich immer noch, wo ich den zweiten Stack Titan gesehen habe. Lithium? Aluminium. Nee. So, das kletten wir an. So. Dann hätte ich da noch Platz für Gemisch. Voll durch den Wind, ne? Ich bin mir fast sicher, ich hätte noch einen zweiten Stack Titan gesehen. Irgendwo. Ja, ist ja eigentlich auch egal. So, ein Stack Titan gibt vier Gemisch. Danke. Batterie brauchen wir keine, Generator, Habitat braucht Gemisch. War klar. Das müssen wir aber auf jeden Fall noch bauen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich die Zeit aus den Augen verloren. Wir sind schon wieder voll drüber. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann seht ihr auch, ob dieses Shuttle auf jeden Fall funktioniert und nicht irgendwo im Raum rumrockt. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.